Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie nun begrüßen zum nächsten Panel mit dem Titel Einstellung, Erwartungen und Krisenresilienz. Bevor wir starten, würde ich ganz einfach diejenigen, die jetzt gleich sozusagen einen aktiven Part haben, vielleicht einfach schon mal bitten, ihre Kamera einzuschalten. Das erleichtert mir zum einen auch nochmal den Überblick, wer da ist und schafft vielleicht auch so eine Atmosphäre der gemeinsamen Diskussion. Ja, mein Name ist Jens Buchmann. Ich bin Leiter der Abteilung Jugend und Jugendhilfe am Deutschen Jugendinstitut. Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Panel mit dem Titel Einstellung, Erwartungen und Krisenresilienz als Partner der diesjährigen Demografietage. Was wir als Deutsches Jugendinstitut gerade bei dem Thema natürlich sehr, sehr gern gemacht haben, konnten wir uns als DJI in spannenden Runden und Diskussionsstreifen mit in die Programmgestaltung eben auch einbringen. Und ich darf vielleicht ganz kurz so zur Einstimmung verraten. Zu dieser Panelüberschrift hatten wir im Vorfeld diskutiert, dass sich die Covid-19-Pandemie natürlich stark auf das Leben junger Menschen in den letzten 2 Jahren ausgewirkt hat, mit Blick auf Schule, mit Blick auf Zugänge, aber auch zum Arbeitsmarkt oder auch mit Blick auf geringere Mobilität, weniger soziale Kontakte und so weiter. Wir haben das in der Eröffnung heute ja auch schon gehört. Gleichzeitig wurden Familien vor große Herausforderungen gestellt. Denkt man zum Beispiel an Kontaktbeschränkungen, Quarantänen und Einschränkungen bei außerschulischen und Freizeitaktivitäten. Es ist davon auszugehen, dass es eine wachsende Isolation junger Menschen gegeben hat. Das Thema Einsamkeit ist nicht nur bei jungen, aber auch bei jungen Menschen eines, was nochmal eine neue Bedeutung bekommen hat. Zunehmende psychische Störungen bei jüngeren Menschen treten auf. Und dabei ist noch einmal, auch das war ja sozusagen auch schon eine, finde ich, zentrale Erkenntnis der ersten Runde, nochmal zu differenzieren nach den unterschiedlichen Lebenslagen, nach sozialen Ungleichheiten. Diese Facette hatten wir ja auch schon beleuchtet. Wir hatten am Vorfeld an diesem Beispiel auch nochmal generell über die Bedeutung von Krisen und Krisenereignissen im Lebenslauf junger Menschen eben auch gesprochen, solche ja, gesellschaftlichen Krisenereignisse, nicht zuletzt mit Blick eben auch auf Einstellungen, Ängste und Erwartungen jüngerer Menschen. Das war alles noch vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine und dieser Krieg ist sicherlich als eine weitere solche Krise eben auch zu bezeichnen und einzuordnen. Das Aufwachsen in einem friedlichen Europa scheint seine Selbstverständlichkeit auch für junge Menschen zu verlieren, beziehungsweise ist womöglich in Teilen auch schon verloren. Und bei diesen Krisenszenarien ist jetzt bislang noch gar nicht von der Klimakrise, vom Klimawandel und deren Auswirkungen als Krisenereignisse die Rede. Ich denke also, wir haben einiges zu besprechen, einiges zu diskutieren. Ich freue mich auf das Panel und begrüße dazu für eine Keynote Jörg Tremmel. Jörg Tremmel ist an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen, Institut für Politikwissenschaft. Er hat dort eine außerplanmäßige Professur am Institut in der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität. Dort hatte er von 2010 bis 2016 auch eine Juniorprofessur für generationengerechte Politik. Jörg Tremmel ist habilitiert, forscht und publiziert unter anderem zu dem Thema Generationengerechtigkeit, Nachhaltigkeit, politische Theorie und in diesen Kontexten eben auch zu Fragestellungen des demografischen Wandels. Promoviert hat Jörg Tremmel einmal an der Universität Stuttgart, mit der Dissertation Bevölkerungspolitik im Kontext ökologischer Generationengerechtigkeit und an der Universität Düsseldorf zum Thema einer Theorie der intergenerativen Gerechtigkeit. Herr Tremmel wird gleich starten mit der Keynote und kommentiert und von der Stelle auch ganz herzlich willkommen an Doreen Siebernick. Sie ist von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Mitglied des geschäftsführenden Vorstands in Berlin. Frau Siebernick war viele Jahre erfolgreich Vorsitzende der GEW Berlin. Seit 2021, wenn ich das richtig recherchiert habe, gehört die gelernte Erzieherin zum geschäftsführenden Bundesvorstand und vertritt dort den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Sie bringt heute sicherlich auch die Perspektive, könnte ich mir zumindest vorstellen, der sozialpädagogischen Fachkräfte mit ein. Und mit Doreen Siebernick, so habe ich nachlesen können, haben wir heute jemanden gewonnen, die einen politischen Kompass und Gestaltungswillen hat und mitbringt und sich eben auch nicht scheut, eine klare Haltung zu vertreten. Wir dürfen also, glaube ich, gespannt sein. Wir werden nach der Keynote und Kommentar noch drei
Diskutantin mit einbeziehen, und zwar Hanna Göppert von der Initiative Offene Gesellschaft, Dominik Bär, der ja auch schon in der ersten Runde mit von der Partie war als Geschäftsführer der Initiative Kinderfreundliche Kommune, und Nika Bakshuljani, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Mitglied im Human Rights Education Youth Network. Sehen Sie es mir nach, aber ich möchte Sie bitten, um das jetzt auch etwas abzukürzen, damit wir in die Runde kommen, sich gleich, wenn Sie vielleicht sich einbringen, sich kurz selbst vorzustellen. Ja, aber nun sollten wir starten, und ich möchte zunächst Sie, lieber Herr Tremmel, um Ihre Keynote bitten, und ich glaube, Sie haben uns auch Folien mitgebracht. Herr Tremmel, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Puttmann, für die freundliche Einleitung. Ich hatte Ihnen gerade nochmal die Folien überarbeitet geschickt. I have prepared the slides in English because I wasn't sure if there's translation. So I think I will talk in English now, and you can use a German translation if you need translation. And the setting is as follows. We have a pandemic that hits the elderly generation hardest, and we had a public answer to the pandemic that hit the youngest generation hardest. First of all, I don't want to talk down the effect of the pandemic. It had 18 million people who died, and the specific, jetzt höre ich die Übersetzung sehr stark im, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Warte mal kurz. Ich glaube, jetzt hören Sie mich, aber ich höre die Übersetzung nicht mehr. And one specific feature of this pandemic was that it was especially dangerous for the older generation, while young people usually had only mild symptoms. And at the same time, if you look at the disaggregated account of the state measures against the pandemic, these government measures hit the youngest generation quite hard, sometimes much harder than other generations. These measures, not the health effect, but the government effect, had negative impact on mental health, on education and employment, family relations and friendships, and also the trust of young people in democracy due to the limitation of individual freedoms. But I don't want to use now the government policies as my main target of critique, because make no mistake, we had a pandemic and lockdowns were necessary. It was inevitable that some harm to the young generation was inflicted during the pandemic. But countries reacted differently, and that is, they made choices. For instance, here, there's a trade-off between avoiding COVID-related death and closing down public life, including schools and the economy. If you look at the triangles between, or if you look at the red one for Germany and the purple one for Sweden, you can see that Sweden was willing to accept more hospitalizations and COVID death, and at the same time made less public debt, for instance, and they didn't shut down the schools and the economy to the same extent. So there are always choices, and it's a free decision of governments what priorities they have. A selected aspect of the age group specific burdens is a decision to close schools and kindergartens. Now, in order to contain the corona pandemic, the schools in Germany were repeatedly closed. There were no nationwide complete school closures in the spring of 2020 at the first wave of the pandemic, and at the beginning of 2021 during the Delta variant wave, I think, when vaccines were already available. And there's now evidence that school closures in Germany had a number of negative consequences. For example, the learning time of school children has been drastically reduced during the school closures, despite efforts of homeschooling, of course. And when less learning takes place, there are negative effects in the CV, in the lifelong career and income expectations that these people might have. And of course, these school closures also cause serious psychological and mental health consequences.
Visit to country homes, country school homes, also Landschulheime, Schüleraustausche, sport excursions, which are normally highlights of a school's life, did not take place, and of course they couldn't made up for later, and children did not learn to swim at the same time when they used to learn swimming before. So these effects are just scars in the life of young people, and only a few cohorts. Now, if we look at it from an intragenerational lens, a social lens, then the school closures exhibited educational inequality, because dispensing with face-to-face instructions led to social dislocation. Studies show that computer games were booming in some families, and television consumption increased sharply during homeschooling phases, and especially this affected weaker children in families in which both parents had to work, for instance. According to the COPSI study, 1 in 3 children between the ages of 7 and 17 suffered from psychological problems. Risk factors for this were low educational attainment and limited housing. Therefore, intergenerational factors, factors between generations, overlap with intra. Oh, there's a mistake. One of them must be intra and the other one inter, sorry. So we have effects within a generation, and we have effects between generations. Now, if we look at school closures in particular, there is a study which shows that Germany was especially affected. Only in Poland, if you look at neighboring countries, schools were closed longer. But in Austria and the Netherlands, and especially in France, Spain, and Sweden, as mentioned before, schools were not closed so very long. So it's apparent that the German approach was particularly restrictive for children and adolescents. Germany closed schools for a total of 183 days if the periods of complete and partial closures are summed up. And in other countries, like this chart has shown, it was significantly lower, like in France, 56 days at much higher incidence rates, and Spain as well. But school were just a higher priority for the government. One reason for the German approach, maybe this lead to a discussion later, is the lobbying of the German Educational Union, the GEW, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, for longer school closures. For instance, when the union wanted in April 21 in Baden-Württemberg the same day incidence for schools as for restaurants and cinemas, that is, an incidence of 200, whereas the government wanted 160 cases in order to keep the schools more open. And I think closed schools are far worse than closed movie theaters. Schools are systematically relevant for the younger part of the society. Now, if the worst pandemic since decades hits the world, it is inevitable that young people suffer, as mentioned, as everybody will suffer somehow, be it physically, like the older generation, mentally, or otherwise. After significant disruptions, schools and universities usually stayed open during the later phases, the Omicron variant phase of the pandemic. And we can now make a damage assessment and draw lessons for the future. And hopefully we don't have a discussion about new school closures in this autumn or winter anymore. Now, who is we? In a participatory approach, this we must include, of course, young people and youth organizations themselves. What lessons do they draw? Now, there's a new policy brief of the OECD, which presents a non-representative sample of 151 youth organizations from 72 countries on how young people have been experiencing the government action against the pandemic and what they propose as the way forward. Now, you can see in the chart that we look only at the total bars here.
many youth organizations express significant concerns about the ongoing impacts with regard to mental health. This is the highest bar with more than 70%. Then education, more than 60%, employment, family relations, and other things. When we look more specifically at some areas, it was in fact especially the sports, culture, and leisure sector which impeded or which was criticized most by these youth organizations for the closure. That is, young people really suffered from not being able to do their football or basketball exercises in the clubs as before the pandemic, and they criticized this a lot. And like I said, something like Klassenfahrten and those Abschlussbälle proms, those events which are not able to do later, were especially in the focus of the critique. And then education came second, employment, health, and justice is also mentioned. So these are the percentage figures where youth and youth organizations were very dissatisfied and dissatisfied. I think we can say that there's definitely a generation corona in the sense that two cohorts of pupils in each bracket of the education system have received less education. They have deficiencies during the school closures, and they had less internationalization when it comes to older pupils and students, less sport opportunities, etc. But we don't know yet how deep these scars will be, or put differently, how resilient this generation turns out to be, because we need more time, of course, and more data to make assessment of this. But we can take government action to let this, to allow this generation catch up. And of course, governments are active. There have been programs in many countries, for instance, Rückenwind in Germany, to address academic achievement lags, especially of people with vulnerable backgrounds. But I think a holistic approach is still missing. That would be my last word. Then what we need is really more data collection about these scars, if I can use the term. This is how deep are the educational and other gaps. I've experienced in the schools where my children go to that the teachers were quite reluctant to really make an assessment how much of the Lernstoff of the education program was missed, in fact, and how much was still taught during online courses. And also what we will know in the future, maybe in 10 years, if there has been a real increase in mental health problems. Of course, there are already some government measures going on in a lot of countries against these to fulfill those special needs. So yeah, let's wait and see. But we will know more in the future, and the first picture looks not too completely bleak, but not completely positive as well. Thank you very much for your attention. Yeah, thank you very much. Vielen Dank, Herr Tremmel. Für diese, auf der einen Seite nochmal den Rückblick auch in diese verschiedenen Phasen der Pandemie in den letzten zwei Jahren, auch nochmal für diese Bilanz über das, was wir sozusagen auch an Erkenntnissen zu den Folgen, gerade auch für junge Menschen haben, was wir aber auch sozusagen auch noch nicht wissen, und vielen Dank auch nochmal für diesen Ausblick. Ich würde jetzt gerne unmittelbar anschließen wollen mit unserem Kommentar, und dafür haben wir Frau Siebernick von der GEW gewinnen können. Und Frau Siebeneck, ich würde Sie jetzt nun um Ihren Beitrag bitten. Ja, guten Tag in die Runde. Und Herr Tremmel, vielen Dank für den Input, den ich in vielerlei Hinsicht tatsächlich sehr unterstütze und mittrage.
Aber in meiner Kommentierung möchte ich tatsächlich die Perspektive der Beschäftigten mit einbringen, der letzten beiden Jahre der Lehrkräfte, aber auch der sozialpädagogischen Fachkräfte. Und ich will auch den Bildungsbegriff an der Stelle ein bisschen größer fassen, denn Bildung beginnt ja schon in den frühen Tagen der Kindheit, das heißt auch schon in den Kindertageseinrichtungen. Und dass die Perspektive der Beschäftigten gefehlt hat in all der politischen Bewertung, ist umso erschreckender, weil wir die Missstände im Bildungssystem in Deutschland ja tatsächlich wie durch so ein Brennglas wahrnehmen mussten. Es fehlt an pädagogischen Fachkräften. Die Ausbildungszahlen für Lehrerinnen und Lehrer sind in Deutschland deutlich zu gering. Das heißt, es fehlt an Lehrkräften. Die Einstellungszahlen sind in Berlin, in Sachsen, in Mecklenburg, in Nordrhein-Westfalen und mittlerweile bundesweit zum Teil dramatisch. In diesem Jahrzehnt wissen wir, dass bis zum Ende, bis 2030, fehlen in Deutschland bis zu 300.000 Erzieherinnen und Erzieher, sozialpädagogische Fachkräfte für das Bildungssystem, von der Kita über die Ganztagsschule, über die Schulsozialarbeit. Wir wissen in Schulen, dass vielfach die Schulklassen zu groß sind. Und was uns die Corona-Pandemie gezeigt hat, ist, Deutschland, das deutsche Bildungssystem ist in der Digitalisierung weit, weit zurück. Insofern, Herr Tremmel hat gesagt, die systemische Relevanz von Schule ist für die junge Generation von besonderer Bedeutung. Ich würde das noch viel größer machen, weil die systemische Relevanz an einer funktionierenden Schule, an offenen Kindertagesstätten hat sich dergestalt gezeigt, wir brauchen die offenen Einrichtungen, damit Mütter und Väter arbeiten gehen können. Es geht bei der systemischen Relevanz auch darum, kann sozusagen die Gesellschaft in ihrer Arbeitsfähigkeit in den systemischen Berufen offen gehalten werden, können Familien, können Mütter, können Väter ihrer Arbeit nachgehen, die systemisch relevant ist, weil ihre Kinder gut betreut werden. Das hat nicht immer gut funktioniert. Und aus der Perspektive der Beschäftigten, das System ist ausgebrannt. Die Kolleginnen und Kollegen sind nach 2 Jahren Pandemie hochgradig erschöpft. Und wir haben sozusagen keine Chance der Erholung des Systems, weil die nächste Krise ist schon da, nämlich dass tausende ukrainische Flüchtlinge in Deutschland ankommen und auch hier das Bildungssystem wieder in besonderem Maße gefordert ist, Kinder in Kindertagesstätten aufzunehmen, Kinder in die Schulen aufzunehmen, Studierende und Studierende ihnen Wege zu eröffnen, damit sozusagen der Bildungsgang dann eben auch an Hochschulen, an Universitäten aufgenommen werden kann, bis hin eben auch Wege in die berufliche. Bei all diesen Krisenherausforderungen ist eben tatsächlich der Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Beschäftigten in der Bildung leider deutlich zu kurz gekommen. Und das ist bei aller kritischen Kommentierung der Haltung der GEW in den letzten beiden Jahren. Uns war das sehr, sehr wichtig, an der Stelle tatsächlich den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Kolleginnen auch deutlich im Blick zu haben, weil mit Kindern kann man nicht mit Plexiglaswänden arbeiten. Pädagogik braucht das offene Gesicht, das heißt, unterrichten hinter der Maske ist sehr, sehr herausfordernd, insbesondere in der Grundschule, wenn es um das Erlernen, um die Grundfähigkeiten und Grundkompetenzen geht. Von daher war unser Bedürfnis, da auch immer wieder aufmerksam zu machen. Abschließend möchte ich aber zum Ausdruck bringen, dass eben das, was wir in der Krise in Deutschland gesehen haben, ist nicht neu. Das deutsche Bildungssystem, die Kinder- und Jugendhilfe ist chronisch unterfinanziert. Unter der Vorgängerregierung, unter Merkel, wurde 2008 in Deutschland die Bildungsfinanzierung ausgerufen. 10% des Bruttoinlandsprodukts sollte investiert werden in Bildung. Davon sind wir leider weit entfernt. Und das sind sozusagen dann eben, das haben wir jetzt deutlich gemerkt, weil wir viele, viele Krisenfolgen nicht gut kompensieren konnten. Und überall da, wo es gut funktioniert hat, überall da, wo Kinder gut betreut wurden, wo
fehlende Angebote, wo sozusagen dieses Zurückwerfen in die Familien, diese fehlenden Peergroups, wo es so wichtig geworden ist, dass Lehrerinnen und Lehrer da sind, dass Sozialpädagoginnen da sind. An der Stelle können wir der hohen Motivation der Kolleginnen gar nicht Danke genug sagen, weil die haben das System zusammengehalten in vielerlei Hinsicht, haben kompensiert, dass Digitalisierung viel zu langsam läuft, haben kompensiert, dass Fortbildungsangebote für Kolleginnen fehlt. Ich hoffe sehr, dass wir gesellschaftlich lernen aus den Erfahrungen, dass wir gesellschaftlich die Herausforderung tatsächlich mit einer großen Konzentration darauf hin, dass Bildung besser ausfinanziert werden muss in diesem Land, dass wir mehr ausbilden müssen, weil Kinder und Jugendliche sind die Zukunft einer Gesellschaft und alles das, was uns jetzt verloren geht, werden wir nicht nur mit einer Krisendepression beschreiben, sondern die Auswirkungen werden an der Stelle viel, viel größer sein. So viel vielleicht mein Kommentar. Ich freue mich auf die Diskussion. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Sieberneck. Vielen Dank auch nochmal dafür, dass Sie die Perspektive der schulischen Bildung nochmal erweitert haben, auch im Bereich der vorschulischen Bildung, auch nochmal um den Bereich der außerunterrichtlichen Bildung, aber auch Freizeitgestaltung. Und vielen Dank auch nochmal dafür, dass Sie die Perspektive auch nochmal der Fachkräfte mit eingebracht haben, auch gerade in diesen pandemischen Zeiten. Ich weiß nicht, ob Herr Tremmel und Sie auch nochmal ins Gespräch kommen zu seinem Chart, wo er ja die GEW auch nochmal in einen unmittelbaren Zusammenhang gesetzt hat mit Blick auf den europäischen Vergleich. Mal schauen, wie das sozusagen gleich in der Diskussion sich entwickelt. Jetzt möchte ich aber zunächst mal unsere weiteren Diskutantinnen mit einbinden. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das ist einmal Hanna Göppert von der Initiative Offene Gesellschaft, Dominik Beer, den Sie auch aus der ersten Runde kennen, Geschäftsführer der Initiative Kinderfreundliche Kommune, Unika Bakosoljani, Mitglied im Human Rights Education Youth Network. Ich habe auch gesehen, es sind, glaube ich, alle da, genau. Von daher würde ich Sie jetzt gerne einladen, vielleicht auch nochmal die Keynote beziehungsweise auch nochmal den Kommentar von Frau Sieberneck aus Ihrer Perspektive nochmal zu beleuchten, Aspekte nochmal herauszustellen, die Ihnen vielleicht auch nochmal wichtig sind. Gerne auch nochmal vertiefende Fragen zu stellen und genauso gerne natürlich auch nochmal vielleicht den einen oder anderen Punkt herauszustellen, den Sie möglicherweise auch anders sehen. Nutzen Sie gerne den Chat oder auch die Hand. Herr Beer. Vielen Dank. Ich möchte nicht jetzt auf die politische Diskussion eingehen zwischen der GEW und den wissenschaftlichen Folien von Herrn Tremmel, sondern möchte hier eher jetzt Perspektive aus der kommunalen Sichtweise einbringen, wie sie uns von den unserem Programm teilnehmenden Kommunen geschildert worden ist. Wir haben während der Zeit der Pandemie intensiv den Austausch angestoßen zwischen den Koordinatorinnen und Koordinatoren, die für die Umsetzung unseres Programms zuständig sind. Und wir haben auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eingeladen, eben über ihre Probleme zu berichten, über ihre Vorschläge zu berichten. Und ein Punkt, der dort uns genannt worden ist, ist, was Herr Tremmel auch gesagt hat, die Perspektive der Kinder und Jugendlichen ist bei den Maßnahmen, bei der Entscheidung über die Maßnahmen viel zu wenig Gehör geschenkt worden, viel zu wenig beachtet worden. Von daher ist es verständlich, dass da auch die Jüngeren von den Maßnahmen am stärksten getroffen sind aus unserer Perspektive. Viele Kommunen hatten Ideen, wie sie mit dem Gesundheitsschutz umgehen können, wie sie passgenaue Maßnahmen mit ihren Gegebenheiten selbst entwickeln konnten aber viel im Bereich Freiluft oder sowas nicht anbieten im ersten sehr strikten Lockdown. Also da kam von unserer Seite oder kam an uns rantransportiert von den Kommunen, dass dort differenziertere, vielleicht auch etwas flexiblere Formulierungen gut gewesen wären, um auch die Interessen der Kinder dort zu schützen, ohne den gesundheitlichen Anforderungen dann irgendwie zu Lasten zu gehen oder sowas. Das ist natürlich, der Gesundheitsschutz ist da sehr hoch gewertet worden. Wir haben aber auch festgestellt, dass eben in den Kommunen, die bei uns teilnehmen, wirklich sehr unterschiedlich umgegangen worden ist und das Ankommen in der digitalen Gesellschaft bezieht sich nicht nur auf die Schule, sondern bezieht sich auch auf die Verwaltung, bezieht sich auch auf die Jugendarbeit und Ähnliches. Wir haben bei uns Kommunen, wo einfach, weil sämtliche Kontakte eingestellt worden sind und auch keine alternativen digitalen Angebote vorhanden waren, die Jugendarbeit und auch die beteiligten Strukturen zusammengebrochen sind.
Beteiligungsarbeit, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist immer auch Beziehungsarbeit. Und wenn man die ein halbes Jahr, ein Jahr nicht sehen kann, dann gehen diese Beziehungen kaputt, müssen neu aufgebaut werden. Von daher ist es bei vielen Kommunen notwendig, da jetzt neu aufzubauen. Wir haben aber auch genau im Gegenteil dazu Kommunen, die sofort es geschafft haben, umzuswitchen, digitale Angebote zu machen, Angebote dann auch an der frischen Luft zu machen. Und von daher haben wir da Kommunen, die sogar jetzt nach der Pandemie, nachdem sämtliche Maßnahmen beendet sind, ihre Jugendarbeit, ihre Beteiligungsstrukturen, aber auch ihre Arbeit in der Schule nicht komplett neu aufbauen mussten, sondern wo es interessanterweise so ist, dass sie sogar mehr Kontakte haben zu Kindern und Jugendlichen durch die passgenauen Angebote, die sie machen könnten. Also da war sehr viel möglich. Leider ist es nicht an allen Stellen geglückt, es dann auch umzusetzen. Man sieht sehr stark, wie die Kommunen da kinderrechtlich engagiert waren, die Perspektive von Kindern in den Blick hatten, auch daran, wie die Krisenstäbe aufgestellt waren. Es gab ja in den meisten Kommunen dann Krisenstäbe, die eben für die Umsetzung der Bundes- oder Ländervorgaben dann zuständig waren. Und wenn in diesen Krisenstäben auch Kinderinteressensvertretungen, sei es über Kinder und Jugendliche, über Parlamente selbst mit einbezogen waren oder sei es Kinderbeauftragte, wo welche vorhanden sind, gibt es leider viel zu wenig in Deutschland, um diese Perspektive da einzubinden. Da waren die Maßnahmen deutlich erfolgreicher, akzeptierter und die Kinder haben auch weniger darunter gelitten, haben wir festgestellt. Also von daher ist es da, denke ich, notwendig, bei diesen Maßnahmen die Perspektive der Betroffenen mit einzubringen. Danke. Ja. Ja, danke schön. Das ist ja auch nochmal, finde ich, ein wichtiger Link, den Sie jetzt gelegt haben zu unserer ersten, Runde, zu unserem ersten Panel. Frau Göppert. Ja, vielen Dank für die Beiträge. Ich will auch genau da nochmal anknüpfen an der Verlinkung dieser beiden Panels zum Stichwort eben auch Beteiligung oder auch den Kindern und Jugendlichen stärkeres Gehör zu geben. Denn ja, das hat Herr Professor Tremmel schon gesagt, während der Pandemie wurde eben den Jugendlichen sehr, sehr viel Solidarität abverlangt, aber wenig Solidarität entgegengebracht. Und das wurde uns auch ganz stark eben von Kindern und Jugendlichen gespiegelt. So, es wurde sehr viel über sie gesprochen, aber wenig mit ihnen. Und dabei, das ist so ein bisschen auch unser Ansatz als Initiative Offene Gesellschaft, wir glauben immer, dass die Menschen, die von etwas betroffen sind, auch die besten eigentlich Ideen haben, wie man die Herausforderungen lösen kann und da natürlich stark einbezogen werden müssen. Deshalb will ich mal so ein paar stichwortartig ein paar Sachen einbringen aus Sachen, die wir aus dem Bereich der politischen Bildung und Beteiligung, die wir in letzter Zeit so mitbekommen haben. Zum einen haben wir in Sachsen einen Bürgerrat gemacht zum Thema Corona und Umgang mit Corona, in dem eben auch einige Teilnehmende dabei waren, die selbst noch zur Schule gehen oder zur Uni gehen. Und die und andererseits haben wir in einem Projekt haben Jugendliche im Prinzip selbst eine Befragung unter Berliner Jugendlichen gemacht dazu, was gerade eigentlich ihre größten Herausforderungen sind und dann wiederum aus den Ergebnissen dieser Befragung auch Forderungen und Lösungsstrategien entwickelt. Und was sich dabei ganz stark zeigte, ich meine, das überschneidet sich ganz stark mit dem, was Herr Tremmel berichtet hat, das will ich jetzt gar nicht im Detail wiederholen, aber ein Punkt, den ich noch ergänzen will, ist der Punkt eben des extremen Stresses und Drucks, den die Jugendlichen erleben. Und das natürlich auch nicht erst seit Corona, aber in dieser Phase, wo dieser ganze soziale Raum weggefallen ist, hat sich das nochmal enorm erhöht. Auch jetzt, wo die Schulen wieder geöffnet haben, wurde viel Druck erlebt, alles nachholen zu müssen, was ausgefallen ist. Und zusätzlich erleben eben die, auch das wurde bereits erwähnt, viele Jugendliche sind aktuell sehr besorgt, einerseits um das eigene, um die eigene Zukunft, aber natürlich auch kollektiv, Stichwort Klimakrise oder auch Bildungsungerechtigkeit. Und ja, das, was wir aber so mit Blick auf, wie kann man das eigentlich lösen, was kann man anders machen, abseits von den ganzen natürlich notwendigen politischen, strukturellen Veränderungen, war so, das fällt unter dem Stichwort Druck rausnehmen, den Umgang mit Stress und Krisen lernen, die uns immer wieder widerfahren werden, auch von der Schule oder noch früher an Resilienz auch erlernen und psychische Probleme und Herausforderungen stärker zu enttabuisieren, weil das natürlich auch noch nicht ja, in alle gleichermaßen überhaupt ermutigt dazu sind, auch Belastungen zu thematisieren, anzusprechen. Und dafür
Dafür natürlich auch hier wieder der Bogen zurück zum ersten Panel. Eben von, ja, ist, glaube ich, total hilfreich, wirklich Jugendliche so viel und so früh wie möglich mitzunehmen und ihnen ja das Gehör zu geben, was sie gerade in dieser Zeit verdient haben. Genau, so dieses, ja, diesen Druck, wir müssen jetzt alles nachholen, wegzunehmen, stärker zu schauen, wie kann man resilient sein, wie kann man diesen Stress und Druck rausnehmen, den wir ja ohnehin im Schulsystem sehr stark haben. Das fand ich einfach sehr wichtige Impulse, die aus diesen Beteiligungen daraus hervorgegangen sind. Ja, vielen Dank. Ich würde mal gerne einen Aspekt direkt aufgreifen, Frau Göbert, den Sie angesprochen haben, den ich auch nochmal ganz spannend finde, nämlich als Sie gesagt haben, wir müssen ein Stück weit auch den Umgang mit solchen Krisen auch lernen und junge Menschen müssen den auch lernen. Und die Frage, die sich mir dabei aufdrängt, welchen Beitrag können Institutionen da möglicherweise leisten? Also welchen Beitrag kann Schule möglicherweise dazu leisten, damit junge Menschen resilienter werden, damit junge Menschen möglicherweise auch gefestigt da mit solchen Krisen umgehen kann? Was kann Kommune da auch mit den vielfältigen Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe da möglicherweise leisten? Oder aber was weiß man möglicherweise auch aus der Wissenschaft darüber, wie man junge Menschen ein Stück weit auch krisenfester machen kann, wie man Resilienz von jungen Menschen eben sozusagen ein Stück weit auch befördern kann? Gibt es da Ideen Ihrerseits? Brauchen wir ein Schulfach? Frau Siebernick. Die Frau Göppert hat ja nochmal den Fokus auch gelegt auf das Thema Nachholen. Also das erleben wir ja tatsächlich sehr, sehr stark sozusagen, dass Geld, was jetzt investiert wurde, insbesondere in Nachhilfesysteme gesteckt wird, um Schülerinnen und Schülern hier zu ermöglichen, da jetzt vermeintliches Wissen nachzuholen. Wir haben sehr zeitig auch schon im ersten Krisenjahr eingefordert, dass Rahmenlehrpläne abgeschmolzen werden, dass sozusagen der Druck rausgenommen wird aus dem schulischen Konzept, dass der Druck rausgenommen werden sollte bezüglich der Prüfungen. Das alles ist nicht passiert und wir erleben eben von politischer Seite jetzt tatsächlich die zusätzliche Finanzierung für Systeme, die sozusagen das nachholen. Zusätzliche Förderangebote, damit nachgeholt wird. Das kritisieren wir tatsächlich. Und ich glaube auch nochmal, um auf beide Beiträge auch von Herrn Bär und Frau Göppert einzugehen, ja, Kinder und Jugendliche sind zu wenig gehört worden in den letzten 2 Jahren. Und wenn wir von Demokratiebildung, von Demokratieerziehung sprechen, dann brauchen wir systemisch dafür Zeit. Dann müssen wir uns tatsächlich fragen, ist die Stundentafel, wie sie heute aufgestellt ist in der Schule, tatsächlich geeignet, um mit den Kindern in dem Sinne tatsächlich Demokratiebildung, Partizipation so lebhaft zu machen, dass es nicht nur darum geht, wir wählen eine Klassensprecherin und die kann dann alle 4 Monate mal in eine Klassensprecherkonferenz gehen und einmal im Jahr gibt es vielleicht an der Schule ein Schülerinnenparlament, sondern Demokratiebildung, Demokratieleben, Partizipation muss anders sein und dazu braucht Schule Zeit. Und wenn wir Schule in multiprofessionellen Teams denken, dass Sozialarbeiterinnen da sind, dass Erzieherinnen da sind, dass die Grundschulen in diesem Land zu Ganztagsschulen werden und die Hälfte aller Schulen in Deutschland sind Grundschulen, dann brauchen die Professionen miteinander Zeit. Zeit, um sozusagen Pädagogik auch miteinander in der Vision zu entwickeln und zu teilen. Aber eben auch Zeit, um über jedes einzelne Kind im Austausch zu sein und auch um in Projekten tatsächlich das auch miteinander zu leben. Und das ist eine Riesenaufgabe. Und da glaube ich, sollte sich Schule verändern. Ich bin davon überzeugt, dass die Vision in Deutschland ab 2026 gibt es in der Grundschule eben ein ganztägiges Angebot.
Eltern haben die Möglichkeit, das dann auch zu wählen und zu nutzen, dass wir diese Chance nutzen sollten, damit Schule sich anders öffnet, damit Schule sich verändern kann. Und das kann auch entstehen tatsächlich durch die multiprofessionelle Sicht auf Pädagogik, auf Bildung und Erziehung. Ich finde den Prozess ganz spannend und hoffe, dass wir da auch Veränderung leben und erleben werden. Ja, vielleicht können wir den Aspekt der Gestaltung ganztägiger Bildungsangebote gleich auch nochmal aufgreifen. Herr Tremmel. Einmal müssen Sie sich einmal entmuten. Frau Sievernick, ich bin ganz bei Ihnen, was Ganztagsangebote angeht. Ich finde das auch sehr gut, dass es ab 2026 diesen Anspruch gibt, weil es eben gerade in der Schule die Gelegenheit gibt, soziale Ungleichheiten durch unterschiedliche Herkunft oder Ausgangsbedingungen ein Stück weit einzuebnen. Aber wir müssen ja doch ehrlicherweise sagen, jetzt haben wir größtenteils eben Halbtagsschule noch in Deutschland und da hat die Pandemie das Beste und das Schlechteste in der Gruppe, die Sie jetzt nun mal vertreten, zum Vorschein gebracht. Also ich habe eine Schule sehr eng begleitet auch und da gab es Lehrkräfte, die haben sich total reingehängt. Die haben gerade in dem ersten Lockdown sehr schnell angefangen, bei der Schule digitale Angebote anzubieten oder beziehungsweise auch wenn das Kultusministerium dann zögerlich war, einfach mal eine Software eingeführt, damit überhaupt der Unterricht weitergehen könnte. Es gab auch Lehrer, und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, die haben gar nichts gemacht. Die haben quasi zum Beispiel ein PDF-Aufgabenblatt geschickt und dann den Kindern gesagt, so, jetzt habt ihr 2 Wochen was zu tun. Und wenn man dann nachgefragt hat, dann hat die Person ihr Haus repariert oder ihren Weinkeller ausgebaut, bei vollem Gehalt natürlich. Also das führte natürlich dann auch zu Konflikten zum Teil zwischen der Elternschaft und der Lehrerschaft und der Schülerschaft. Also so eine Pandemie bringt halt das Beste und das Schlechteste in den Menschen zum Vorschein. Aber da geht es ja auch um strukturelle Fragen. Klar, eine Gewerkschaft vertritt sehr einseitige Interessen, aber die Frage ist ja schon, wem ist dadurch genutzt? Also den Schülern nicht unbedingt in allen Fällen. Oder die Sportlehrer. Die Sportlehrer konnten ja tatsächlich ihre Schüler nicht sehen. Also gab es welche, die haben eine YouTube-Videoliste aufgestellt, haben die den Schülern zugänglich gemacht und dann haben sie für die nächsten 5 Tage nichts mehr von sich hören lassen. Bei vollem Gehalt natürlich. Also das sind alles solche Fälle, wo wir schon nochmal den Blick auf Schule wirklich ehrlich und umfassend richten müssen. Ja, vielen Dank. Ich schaue mal, ob es eine Reaktion gibt. Sonst würde ich sozusagen einen Aspekt von Ihnen. Ja, Frau Sievernick. Klar kann ich da gerne drauf reagieren, weil. Und ich will das auch gar nicht negieren, Herr Tremmel. Und ich glaube, das ist wie in allen anderen Berufsgruppen auch, dass wir sozusagen LeistungsträgerInnen haben, die da mit hoher intrinsischer Motivation alles ermöglichen. Und wir haben, wie auch in jeder anderen Berufsgruppe, vermeintlich die Gruppe, die dann auch sagt, wie komme ich da mit dem Rücken an die Wand und da ist es wohlig warm und ich bin sozusagen nicht so aktiv. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn wir ich will mal das Bild aufmachen jetzt momentan mit den ankommenden ukrainischen Kindern. Ja, das ukrainische Bildungssystem ermöglicht Schülerinnen und Schülern, die jetzt im Abschlussjahr sind, ganz selbstverständlich den Online-Zugang, dass ukrainische Schülerinnen und Schüler, die jetzt den Abschluss machen, dann eben auch online den Abschluss machen können. Ich habe das Gefühl, davon sind wir hier in Deutschland nach wie vor Lichtjahre entfernt. Und gerade zum Beginn der Pandemie, die Kolleginnen hatten noch nicht mal eine dienstliche E-Mail-Adresse, die hatten keinen Arbeitsplatz mit einem ordentlichen Zugang sozusagen an Hardware, an Technik. Und die Datenschutzrichtlinien sind so irre hoch in diesem Land, dass man sozusagen auch nicht mit jedem angebotenen Lernprogramm hier ehrlichen Herzens als Lehrkraft auch agieren konnte. Und das sind sozusagen die systemischen Voraussetzungen. Da sind wir in weiten Teilen, habe ich manchmal das Gefühl, insbesondere vor 2 Jahren noch in der Steinzeit gewesen. Und dann den Kolleginnen vorzuwerfen, die bis dahin niemals nie online gearbeitet haben, warum macht ihr das jetzt nicht von heute auf morgen, ist sozusagen eben, gehört auch zur Debatte dazu. Ich will die
Kolleginnen an der Stelle nicht wirklich in Schutz nehmen. Aber wir sind eben weit davon entfernt, wirklich gute Lernplattformen zu haben. Wir sind weit davon entfernt, dass Pädagoginnen gut genug geschult und fortgebildet wurden. Auch in den letzten 2 Jahren fehlte es an Angeboten, damit sie eben auch hier gut das alles auch aufnehmen und bedienen können. Also von daher stelle ich mich schon auch ein Stück weit schützend vor die Profession der Pädagoginnen, gebe ihnen aber trotzdem recht. Da muss man sich auch ehrlich machen, dass es welche gab, die den Weinkeller ausgebaut haben. Leider. Vielleicht noch einen letzten Gedanken. Das, was ich mir wünschen würde, ist eben auch eine Öffnung der Systeme. Wir haben nach wie vor sozusagen ein sehr geschlossenes Schulsystem und wir haben eben die Jugendämter, die Vernetzung mit der Jugend- und Sozialarbeit. Auch das ist systemisch nicht leicht, durch offene Türen zu gehen und hier die unterschiedlichen Systeme miteinander zu verknüpfen und zu vernetzen. Und auch da hoffe ich sehr, dass mit der Entwicklung von Ganztagsschule das System der Jugendarbeit, der Jugendhilfe, der Jugendämter viel mehr vernetzt wird eben mit dem schulischen System. Da bin ich auch noch nicht ganz mutlos, sondern ich glaube, dass da einiges gelingen wird. Ja, vielen Dank. Ich habe so ein bisschen jetzt so eine doppelte Herausforderung herausgehört, nämlich auf der einen Seite ein Stück weit auch die Angebote im digitalen Raum ein Stück weit auch zu stärken, also Digitalisierung nicht nur sozusagen als ein Hardware-Problem zu verstehen, sondern tatsächlich auch als eine Herausforderung, als eine pädagogische Herausforderung nicht zuletzt und gleichzeitig eben auch nochmal die Herausforderung der Organisation, Ausgestaltung von ganztägigen Bildungsangeboten. Herr Bär. Ich würde gerne auch noch mal von diesem Thema ein Stück wegkommen, weil wir konzentrieren uns ja momentan sehr auf die Schule jetzt in der Debatte. Es geht ja aber um Krisenresilienz generell. Während der Corona-Pandemie, jetzt während der Aufnahme von Geflüchteten. Wir haben auch Krisen gehabt in Kommunen, die bei uns teilgenommen haben mit der Flut letztes Jahr im Sommer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Und da hat sich an vielen Stellen gezeigt, dass wir nicht krisenfest aufgestellt sind. In der Schule, in der Jugendarbeit, in der Politik. Und da wäre ein Punkt, wo man, denke ich, hingucken müsste und überlegen müsste, wie lassen sich da die demografischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, immer mitdenken. Weil das ist, denke ich, ein Problem, was nicht passiert. Je mehr wir in die Krisen, in den Krisenmodus kommen, desto mehr denken wir aus der eigenen Perspektive. Das heißt, wenn man sich die Leute anschaut, die in Politik, Verwaltung oder Schulen sind, eben aus der weißen, älteren Perspektive und verliert eben die anderen Perspektiven aus dem Blick. Von daher ein Stichwort, was gerade von der GEW angesprochen worden ist, das Thema Vernetzung, der Austausch. Auch das merken wir immer wieder auf der kommunalen Ebene, aber ich denke, das lässt sich auch auf die oberen Ebenen nochmal übertragen, dass da zwischen den unterschiedlichen Systemen kommuniziert werden muss, um deren Probleme und Herausforderungen wahrzunehmen, um deren Perspektiven dann auch austauschen zu können. Wir stellen das fest in den Kommunen, wo dann Schule und Kommune und Verwaltung miteinander im Austausch steht, läuft es viel besser. Da können die Angebote viel passgenauer auf die Situation von den Kindern und von den Jugendlichen ausgerichtet sein. Und dadurch läuft es aber auch besser eben für die Lehrkräfte, für das pädagogische Personal in der Jugendarbeit, aber auch für die Verwaltung, die ist dort zufriedener. Und obwohl wir eigentlich da in dem gleichen Bundesland zumindest die gleichen politischen Rahmensetzungen, rechtlichen Rahmensetzungen haben, ist es von Kommune zu Kommune total unterschiedlich, wie dort genau diese Kommunikation funktioniert. Ein Ansatzpunkt, den wir uns da sehr zu Herzen nehmen als Kinderrechtsorganisation, bei uns steht die UN-Kinderrechtskonvention im Hintergrund, ist der Blick auf den Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention, eben den Kindeswohlvorrang, dass bei allen Maßnahmen, die Interessen und Belange von Kindern berühren, das Wohl des Kindes oder im Englischen the best interest of the child, ein Aspekt ist, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Und ich glaube, das wäre auch eine Möglichkeit, indem man diese Perspektive mit einnimmt, erweitert, den Kindern dadurch auch Selbstwirksamkeitserfahrungen gibt, besser auf Krisen reagieren zu können, als wenn man in seinen Säulen und nur aus seiner eigenen, auch persönlichen Perspektive solche Problemlösungen dann oft angeht. Ja, vielen Dank. Ich frage mal ein bisschen, das klingt vielleicht ein bisschen ketzerisch. Ist das sozusagen überhaupt
ein Naturell der Krise? Also zeichnen Krisen nicht dadurch eben auch aus, dass man dann in der Krise tatsächlich ein Stück weit auch improvisieren muss, spontan reagieren muss? Also kann man sich eigentlich auf eine Krise vorbereiten? Das wäre die eine Frage. Und das Zweite wäre, was mich auch so in den letzten Wochen jetzt auch so umgetrieben hat, gerade auch so in diesem Spannungsfeld Corona, Krieg Russland, Ukraine, Klimakrise, sind wir eigentlich dazu in der Lage, mehr als eine Krise zu verarbeiten? Ich habe den Eindruck, wir können nur eins. Also entweder Krieg oder Corona, ist jetzt mal sehr etwas flapsig formuliert. Ich entschuldige mich gleich dafür. Herr Tremmel. Ja, also im Chinesischen steht das Wort Krise gleichzeitig für das Zeichen für Krise ist das gleiche wie für Chance. Das haben Sie bestimmt auch schon mal gehört. Und tatsächlich muss man ja sagen, was jetzt digitale Infrastruktur angeht, sind wir heute besser aufgestellt als vor 2 Jahren. Also insofern haben wir jetzt auch wirklich viel nachgeholt. Und wenn es jetzt eine nächste Corona-Welle im Herbst gibt, dann glaube ich, dass zum Beispiel das Homeschooling besser laufen kann. Ich denke nicht, dass das immer nur eine Bringschuld der Schulträger ist, sondern eben auch eine Hohlschuld einzelner Lehrkräfte. Aber da ja, hatten wir schon drüber gesprochen, da gibt es einfach solche und solche. Und insgesamt, weiß ich nicht, ob es bei uns schlechter lief als in anderen Ländern. Zumindest, glaube ich, da hat Deutschland aufgeholt. Wir machen jetzt ja auch eine Zoom-Konferenz. Vor 2 Jahren wäre ich wahrscheinlich verpflichtet worden, nach Berlin zu kommen für die eine Stunde. Das wäre jetzt auch nicht gerade klimafreundlich gewesen. Und so geht das genauso gut. Also da hat die ganze Gesellschaft dazugelernt. Homeoffice wird wahrscheinlich auch bleiben. Und genauso wird man vielleicht eben auch kranke Kinder in Zukunft besser individuell mit Fernunterricht beschulen können, wenn jetzt eben einfach auch Tablet-Klassen etc. viel stärker eingerichtet sind. Aber ich komme schon wieder auf den Aspekt der Schule. Um Ihre Frage zu beantworten, eine Krise ist dadurch gekennzeichnet, dass sie eben nicht vollständig vorhersehbar ist. Trotzdem kann man aber ja aus Krisen lernen. Und wenn dann zumindest ähnliche Krisen kommen, dass jetzt ein Krieg in Europa ausbricht, hat wirklich keiner mehr erwartet, dann kann man es vielleicht beim zweiten Mal besser machen. Also gerade Pandemien mit den verschiedenen Wellen sind ja Krisen, die jetzt tatsächlich wiederholt und immer wieder auftreten werden. Frau Siebernick? Ich oute mich mal in dieser Runde als bekennende fußballbegeisterte Person. Die Bundesliga ist gestern zu Ende gegangen und ich will das Spiel, also will das Thema Fußball mal setzen. Weil keine Fußballmannschaft, ob in der ersten Liga oder eben im Freizeitsport, würde ein Spiel beginnen ohne eine Reservebank. Es gibt immer ReservespielerInnen bei jeder Fußballmannschaft. Und wir erleben leider im Bildungssystem, dass wir auf Limit fahren. Wir haben keine Vertretungslehrkräfte mehr an Bord. Wir haben keine Springerkräfte im Bereich von Erzieherinnen in Kitas oder von Schulhorten. Wir brauchen tatsächlich eine Reservebank, damit wir nicht nur in Krisen gut aufgestellt sind, sondern damit wir tatsächlich offene Pädagogik gestalten können und nicht an der Stelle immer schon in die Knie gehen müssen, wenn es sozusagen schwierig wird. Ich mag mir das gar nicht vorstellen, was da im nächsten Oktober, im nächsten Herbst an Erkältungswelle durchs Land läuft. Aber wenn keine Vertretungskräfte da sind, dann kann ich noch nicht mal den Alltag bewerkstelligen. Und ich bleibe dabei, im OECD-Vergleich, im europäischen Vergleich, stattet dieses reiche Deutschland das Bildungssystem nicht sachgemäß aus. Wir brauchen eine stärkere Bildungsfinanzierung und dann würden wir auch die eine oder die andere Krise viel, viel besser tragen können. Und ich baue darauf. Schule muss sich verändern hin zu Orten multiprofessionellen Teams, zu Orten, die vernetzt sind im Sozialraum, die Angebote der Jugendhilfe ganz ordentlich in ihrem pädagogischen Portfolio haben. Und das ist ganz klar, ich nutze das, was der Sozialraum mir bietet und kann eben mit Schülerinnen und Schülern auch rausgehen aus der Schule und dazu sollten wir alle miteinander in die Lage versetzt sein und dann wären wir auch resilienter, was Krisen anbelangt. Bin ich fest von überzeugt. Ja, wie ist denn das eigentlich? Also haben wir sozusagen ein fiskalisches Problem oder haben wir sozusagen eher ein Problem, dass es uns an
an Konzepten fehlt? Ist es sozusagen eine Mischung, so ein bisschen aus beiden? Also wenn ich Ihnen jetzt so zugehört habe, Frau Siebernick, habe ich so ein bisschen den Eindruck, naja, wenn wir das Geld nur hätten, dann wäre alles gut. Aber mitunter fehlt es uns möglicherweise auch an Ideen. Wenn ich darf, nehme ich den Ball gleich wieder auf. Gerne. Ich glaube nicht, dass es an Ideen mangelt. Überhaupt gar nicht. Wir haben seit 15 Jahren einen neuen Studiengang in Deutschland etabliert, der frühen Kindheit, der Kindheitspädagogin. Und das System ist seit 15 Jahren nicht wirklich gut in der Lage gewesen, die Kindheitspädagoginnen als Expertinnen in der pädagogischen Profession zu setzen. Sie sind in den Kindertagesstätten nicht angekommen, sie sind im Ganztag nicht wirklich gut angekommen, aber dürfen wiederum auch nicht in Jugendämtern arbeiten. Und da sind über 15 Jahre, ich sag mal grob geschätzt, 15.000 bis 20.000 tolle Menschen ausgebildet worden in diesem Land. Und wo sind sie, wo können sie sich mit ihrer Expertise einbringen? Es gibt viele, viele gute Ideen und das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Wenn Universitäten nach der Exzellenz streben und dann das Ausbilden von Grundschullehrkräften nicht dazu gehört, dass sich eine Universität exzellent nennen darf, dann stimmt da was systemisch nicht. Wir haben in den letzten 20 Jahren zu wenig Lehrkräfte ausgebildet. Sonst würden wir jetzt nicht vor diesem gigantischen Lehrkräftemangel stehen. Die Bundesländer haben es versäumt, tatsächlich die Ausbildungszahlen für Erzieherinnen und Erzieher so hoch zu treiben, damit uns das gelingt. Und das hat ganz sicher auch fiskalische Gründe. Ich glaube nicht, dass es an pädagogischen Visionen und Konzepten fehlt. Davon bin ich überzeugt. Es ist tatsächlich systemisch, kommt finanziell nicht genügend Geld an. Und das zeigen uns auch alle Zahlen ganz eindeutig. Eine Schule mit nur 100% an Lehrkräften ist bei der ersten Erkältungswelle mit dem Rücken an der Wand. Okay. Ja, es ist kurz vor 3:30 und die These steht im Raum. Es fehlt uns nicht an Visionen und Konzepten, sondern es fehlt schlicht an dem Geld. Können wir das so stehen lassen? Gibt es da noch Ergänzungen? Doch noch den Widerspruch? Ich meine, wir müssen ja nicht einig auseinandergehen. Dafür sind die Berliner Demografietage ja nicht zwingend da. Ich schaue noch einmal. Ja. Ich will nur noch den dritten Pädagogen gerne auch noch mal mit ins Spiel bringen. Ja. Weil an der Stelle der dritte Pädagoge, die dritte Pädagogin ist immer der Raum. Der Sanierungsstau an deutschen Schulen, an Kindertagesstätten. Die Frage, wie lange dauert es in Deutschland, eine neue Schule zu erbauen? Ja, was hat das systemisch? Wie lange brauchen es Genehmigungsverfahren? Wie lange brauchen sozusagen Baugenehmigungsverfahren, damit wir ein neues Schulgebäude errichten? Das steht alles in keinem Verhältnis. Und der dritte Pädagoge ist so wichtig an der Stelle, dass Kinder tatsächlich Platz haben. Wenn ich an den Ganztag denke, an Ganztagsschulen und mir vorstelle, von 8 bis 16 Uhr sind Kinder in nur einem Raum, und die pädagogischen Visionen, die die Kolleginnen haben, sind nicht umsetzbar, weil Räume fehlen, dann ist das schon schwierig. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an die Runde. Ich nehme schon wenig einige Punkte mit. Ich habe mir immer nur so einige Schlaglichter aufgeschrieben während der Diskussion. Also ich fand es nochmal gut, dass wir den Link auch nochmal haben setzen können zu der ersten Runde und auch nochmal zu dem Thema Beteiligung und sozusagen auch der vernachlässigten Beteiligung auch in den Corona-Zeiten. Ich nehme auch nochmal mit, dass wir vor mehreren Herausforderungen auf ganz unterschiedlicher Ebene stehen, sowohl struktureller Art, wenn ich an das Thema Digitalisierung oder auch den Ganztag stehe, aber auch nochmal mit Blick auf diese ganz verschiedenen Krisen, also Corona, wo wir ja sozusagen eigentlich schon mit dem Herbst zumindest mit gemischten Gefühlen nach vorne schauen, was das auch mit Blick auf zukünftige Kontakteinschränkungen und Beschränkungen bedeuten könnte, wie das mit dem Ukraine-Krieg weitergeht und naja, über das Thema
der Auswirkung der Klimakrise, die sicherlich am längsten bleiben wird, was kann man wahrscheinlich ohne Prophet zu sein schon so sagen, haben wir jetzt und heute gar nicht gesprochen. Aber wir haben darüber gesprochen, dass wir durchaus auch gelernt haben aus den Krisen, dass wir ein Stück weit vielleicht auch krisenfester geworden sind, dass wir weiterhin viele gute Ideen und Konzepte haben, aber dass wir auch schauen müssen, dass wir die sozusagen auch auskömmlich finanzieren können. Vielleicht soweit bis hierhin. Wie gesagt, nochmal einen herzlichen Dank an Herrn Tremmel, an Frau Siebernick, an Frau Göppert und an Herrn Beer.